Hallo und guten Tag. Mein Name ist Thomas Hampel und ich freue mich über Ihr Interesse am Altar der Europa, einer großen Arbeit der Malerin Antoinette. Ich bin hier gemeinsam mit Antoinette in Merseburg im Schlossgartensalon, einem wunderschönen barocken Gebäude mit 18 Säulen und 13 Fenstern, 300 Jahre alt, mitten im Schlossgarten, direkt an der Saale, direkt, wenn bei schönem Wetter eben auch ein wunderschöner Springbrunnen vor der Tür plätschert, direkt hier im Herzen von Merseburg. Im Erdgeschoss, einem ehemaligen Konzertsaal, hat Antoinette ihr Atelier eingerichtet. Ein wirklich großer, 6 Meter hoher Raum, der groß genug ist, um ihren Altar der Europa aufzunehmen, damit sie eben auch hier noch weiter daran arbeiten kann. Und Antoinette, du stellst dich vielleicht am besten selber vor. Ja, guten Tag, mein Name ist Antoinette. Ich freue mich über Ihr Interesse und ich hätte eine lange Geschichte zu erzählen, wer ich bin. Ich will es aber kurz machen. Mit 12 Jahren habe ich angefangen, an der Abendakademie in Leipzig Malerei und Zeichnung zu studieren. Später ist dann ein Direktstudium draus geworden. Ich habe in Berlin weiter studiert und in Leipzig dann nochmal eine Art Meisterschülerschaft bei Bernhard Heisig gemacht. Ich bin also ganz stark durch Leipzig geprägt, habe aber auch alle anderen 3 Kunsthochschulen gut von innen und von außen kennengelernt und weiß sehr viel über die Arbeitsweisen in den jeweiligen Städten. Ja, wir sind jetzt hier im Schlossgartensalon. Das ist ein 25 Meter langer Raum mit wunderschönen Kronleuchtern und mein Altar ist im Juli diesen Jahres hier aufgebaut worden. Ich hatte die einzelnen Teile in verschiedenen Städten Europas angefertigt und noch niemals im Zusammenhang gesehen. Das war also ein ganz emotionaler und aufregender Augenblick, als wir gesehen haben, dass das genau hier reinpasst. Also bis vielleicht auf einen halben Meter, der rechts und links noch frei ist, ist die Wand gerade groß genug. Der Altar ist 5 Meter hoch. Hoch und 20 Meter lang und nur mit Bleistiften gezeichnet. Ich habe also an die 1500 Bleistifte und Buntstifte geschätzt verbraucht und die einzelnen Tafeln, das sind 13 Teile und es ist ausschließlich auf Papier gezeichnet. 3 verschiedene Papiersorten, weiß, schwarz und grau. Ja, und alles ist also im Schwarz-Weiß gehalten und wirkt aber insgesamt sehr intensiv, detailliert, dicht und ja, eigentlich sehr meisterlich auch. Ich habe insgesamt 3 Jahre daran gearbeitet. Die ersten Teile sind die Madonnen zwischen Prag und Leipzig entstanden. Der Fries der Negativität in Görlitz, das sind 20 Meter schwarzes Papier mit weißen Stiften bezeichnet. Und das Oberteil, der Sieg der Liebe, ist auf weißem Papier mit schwarzen Stiften gezeichnet, also mit verschiedenen Härtegraden von Bleistiften bis hin auch zu Filzstiften. Der obere Teil ist in Wien entstanden und ich habe immer alle Teile vor laufendem Publikum in den Ausstellungen erarbeitet. Und das ist natürlich klar, wenn man dann auch mitbekommt, wie das Publikum reagiert, dass einen das inspiriert, zum Teil auch zum Nachdenken anregt, zur Kritik, zum Überdenken, aber eben auch viele, viele neue Impulse oder auch Bestätigungen gibt. So wie ich zum Beispiel in Görlitz, als ich den Altar der Negativität zeichnete, dann plötzlich die Botschaft des Publikums bekam, du malst, was Jakob Böhme im 16. Jahrhundert in Görlitz geschrieben hat. Aber dazu später mehr. Antoinette, wenn man jetzt hier in diesen Raum kommt und diesen Altar der Europa das erste Mal sieht, dann hält man ja erstmal inne. Das ist ja etwas, was einen aufgrund seiner Komplexität und seiner Übermächtigkeit eigentlich ein Stück weit auch erschlägt. Die vielen Szenen, die vielen Figuren, die einzelnen Geschichten, die dort erzählt werden, das überwältigt einen ja zunächst. Aber was einen dann doch vielleicht im ersten Moment besonders ins Auge fällt, das sind die 7 zentralen Figuren in der Mitte. Du hast es eben schon kurz erwähnt, die Wächterin. Willst du uns zu den Wächterinnen vielleicht noch ein wenig erzählen? Weil das ist das, was eigentlich so den Einstieg auch in den Altar für die meisten bedeutet. Naja, der heißt ja der Altar der Europa. Und die Europa, nach der der Kontinent benannt ist, hat ja eine unglaubliche Geschichte. Das ist nämlich die Geschichte einer Frau, die nach Europa entführt wurde aus Phönizien und nach der dann der ganze Kontinent benannt wurde. Das heißt, es geht hier immer um das weibliche Wesen, welchen Einfluss es auf die Gesellschaft hat
und welche Macht es hat und welche Kraft der Kreativität, eben auch solche gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. Und da ist mir eben als uralte geschichtliche Figur, die ja in Europa eine ganz zentrale Bedeutung hat, die Madonna eingefallen. Und im Grunde sind das ganz moderne, mit Bleistift gezeichnete Madonnen übergroß, weil man muss sich vorstellen, ein so ein Blatt ist 1,80 Meter hoch und 1,20 Meter breit. Und das ist ja eigentlich schon ein gewaltiges Format. Und auf diesen einzelnen Formaten haben die Frauen dann viele figürliche Begleiter, geflügelte Wesen, Tiere, besonders auch große Hunde, kleine Engelsfiguren, die als Vertreter von Eigenschaften symbolisch anwesend sind. Und diese Madonnen sitzen vor ziemlich abstrakten Räumen, die eine große Tiefe auch oder eine Mehrdimensionalität im Blick ermöglichen. Und das alles ist ganz fein gezeichnet mit unendlich vielen Strukturen, mit großer Geduld. Und ja, mir haben zum Teil die Hände und Arme wehgetan von diesem Wochen, Monate, jahrelang stillsitzen und stricheln und punkten und ja, aufpassen, dass das Ganze dann auch eine große Dynamik erhält. Und insofern wird man auch schon, wenn man die Madonnen anguckt, eigentlich kaum fertig damit, wenn man ein einzelnes anguckt, geschweige denn, wenn man sie alle im Zusammenhang sieht. Dann ist das so, wie Thomas sagt, fast erschlagend und man muss sich viel Zeit nehmen. Und unsere Besucher setzen sich oft hier auf die Stühle und staunen erst mal 10, 20 Minuten, um das überhaupt erst mal in sich aufnehmen zu können und sich so zu konzentrieren, dass sie dann auf Details zugehen und sagen, das möchte ich mir jetzt mal hier genau angucken. Aber der Titel ist ja Wächterin. Warum Wächterin? Wächterin deshalb, weil sie die Wochentage bewachen und jeden einzelnen Wochentag lang aufpassen, dass die Negativität in dieser Welt nicht übermächtig wird, weil diese Welt ist eine polare Welt, aber es kommt ja immer darauf an, dass das Negative die Herausforderung bleibt und nicht das, was uns überschwemmt und dominiert. Und insofern haben die Wächterinnen unter sich dann den Fries der Negativität und von Montag bis Sonntag wachen sie darüber, dass wir das alle im Blick haben. Ja, du hast es ja eben schon gesagt, diese Wächterinnen, das sind ja für sich schon eigenständige Arbeiten, die so ein bisschen wie moderne Kirchenbilder eigentlich aussehen, die jetzt hier 7 Stück nebeneinander genau im Zentrum dieses Altars der Europa hängen. Und unter diesen 7 Wächterinnen gibt es eine 20 Meter lange schwarze Papierbahn, auf denen du dann mit weißem Stift gezeichnet hast. Das ist dann der Görlitzer Fries. Und was hat dich inhaltlich eigentlich dabei bewegt, wie du diesen Görlitzer Fries in der Stadthalle in Görlitz gezeichnet hast? Was sind da die thematischen Inhalte? Was sieht man eigentlich auf diesem Görlitzer Fries? Wie kann man sich die Motive vorstellen? Ja, das ist jetzt für mich schwer, das nochmal zu erzählen, was ich gemalt habe. Aber das zentrale Stück zum Beispiel sind zwei riesige Köpfe, die fast aussehen wie Buddhas. Die liegen, die Köpfe, und aus den Mündern dringt ein Gewimmel an gewaltigen Schlangen. Und auf den Köpfen tanzen kleine Skelette, die versuchen, diese Schlangen zu bändigen oder festzuhalten. Und für mich ist das so ein Bild gewesen für das Lügen, dass man ganz bewusst Dinge erzählt, um seine Interessen durchzusetzen, die der Unwahrheit entsprechen. Und dann gibt es ja natürlich noch eine ganz andere, blassere, aber noch intensivere Form, dass man das wirklich glaubt, was man erzählt. Und oft vermischt sich ja dann alles beides. Und deswegen ist es für mich ausgesprochen wichtig in unserer Zeit, in der wir ja auch eine virtuelle Realität erleben und es immer schwerer wird zwischen wahr und virtuell und zwischen gut und falsch und böse und wahrhaftig Unterscheidungen zu finden, habe ich versucht, dafür Bilder zu finden. Dann gibt es zum Beispiel Erdhügel, die anstelle von Blumen lauter Augen aufreißen und praktisch erstaunt zuschauen, was da an Schlangengewimmel alles aus den offenen Mäulern dringt. Und dann gibt es einen Mann, der versucht, einen riesigen Drachen wegzuschleppen. Und es sitzen an einem Grab Frauen, die große Tränen weinen, weil ein Gerippe in dem Grab liegt, was offensichtlich schon Schaden davon getragen hat durch dieses viele Lügen. Und es sitzen Hunde herum, die Schutz und Instinkt weitergeben, damit man Lügen identifizieren kann. Und es kommen riesige Schweine vor, die geritten werden von Frauen, die um einen Trog mit Münzen
springen und alle versuchen, mit ihren langen Zungen aus dem Thron die Goldmünzen herauszulecken. Oder es gibt einen Engel, der versucht, eine solche goldene Münze zu retten und fortzutragen. Und es gibt kleine Betten, in denen Schlafende liegen, die nicht wach werden wollen und nicht hingucken wollen. Und es gibt viele Vögel, die aus den Trompeten der Lügenden emporfliegen, entsetzt, weil die Vögel sind ja die, die immer in den freien Himmel fliegen oder in die Freiheit. Es gibt noch unendlich viel mehr aus diesem Fries zu erzählen und eine Malerin erzählt ungern, was sie gemalt hat. Aber ich hoffe, dass diese Details vielleicht schon Bilder wachrufen. Ja, weil es geht ja jetzt nicht darum, eine Interpretation zu liefern, sondern ja letztendlich tatsächlich erstmal zu erzählen, was man sieht. Und die Interpretation, die bleibt ja dann auch, wenn man ein Bild erzählt, ja jedem Einzelnen überlassen. Also von daher geht es eigentlich mehr um die Beschreibung als um die Interpretation. Aber du hast ja im Grunde genommen eben schon ein ganz wichtiges Stichwort nochmal gegeben. Es geht letztendlich um die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Das Böse, das kommt hier wirklich in diesem Görlitzer Fries heraus, diese schwarzgrundige Zeichnung, die im Grunde genommen aussieht wie ein Filmnegativ, so muss man sich das fast schon vorstellen, und die dadurch natürlich auch die Menschen besonders fesseln, weil es ist eben auch ungewöhnlich, dass auf schwarzem Papier mit weißem Stift gezeichnet wird. Und diese Figuren, diese Szenen, die erinnern ja doch sehr stark auch an die europäische Maltradition. Du bist ja auch nicht zu Unrecht in Wien Madame Bosch genannt worden, weil diese szenenhaften Bilder, die auch andere große Maler der europäischen Malgeschichte schon verwendet haben, ob es jetzt Bosch ist, ob es Goya ist, ob es Velázquez ist, die findet man ja hier wieder. Natürlich in deinem eigenen Antoinette-Stil und auch in deiner modernen Interpretation. Aber das ist eben eine sehr, sehr fesselnde, ja, sagen wir mal, Szenerie, die du hier den Besucherinnen und den Besuchern bietest. Und da du ja nicht das Böse darstellen willst, sondern ja die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, sprechen wir vielleicht als nächstes über das Gute, nämlich über den Fries, den du in Wien gezeichnet hast, der hier in 4 Meter Höhe über den Besuchern sozusagen thront und ja mehr das Positive, das Verheißungsvolle ja auch thematisiert. Aber vielleicht magst du kurz beschreiben, was man sehen kann. Ja, in der Tat habe ich in Wien angefangen, mitten im Publikum an dieser 20 Meter langen Wand auf meinem weißen aufgespannten Papier, direkt in der Mitte. Und ich hatte in der Nacht davor einen Traum, den ich da gleich zum Anfang benutzt habe, weil ich muss dazu sagen, ich arbeite immer ganz ohne Entwürfe und ohne Plan. Ich lasse mich immer von den Orten und von meiner Reaktion auf die Orte inspirieren und zeichne einfach darauf los, dass egal wie viele Meter ich vor mir habe, ich schreibe das praktisch runter wie einen Brief. Und so habe ich in diesem Kreis angefangen. Das ist eine goldene Spirale, die sich nach innen dreht, und in diese Spirale unendlich nach unten und unendlich nach oben ist eine Leiter geschoben, und auf jeder Treppenstufe sitzen kleine ungeborene Wesen, die aussehen wie kleine Babys, sind aber ganz einfach gezeichnet wie Hieroglyphen, sitzen die aneinander und schlafen. Die warten darauf, dass sie eintreten dürfen auf diesen Planeten, dass sie den Schlüssel bekommen, um lebendig zu werden, dass sie geboren werden. Weil das ist für mich der Anfang, dass man in die Materie eintritt, dass man eigentlich die Liebe erfährt, dass man da ist. Und rings um diese kleine Leiter mit den vielen ungeborenen Wesen springen totenähnliche Kobolde herum mit großen Musikinstrumenten, und aus den Musikinstrumenten fliegen ebenfalls kleine ungeborene Wesen. Also die Musik, diese Schwingung, diese Schönheit, die erzeugt eben auch Lebendigkeit. Und das alles ist auf einer großen Wiese mit Blumen, die Augen und Gesichter haben. Dahinter ist ein hellblauer Himmel, obwohl sonst alles nur schwarz-weiß ist, der also viel, viel Tiefe suggeriert. Und rechts und links von diesem großen Kreis, der praktisch der Anfang der Existenz ist, entwickeln sich dann die ganzen Geschichten. Auf der linken Seite fängt alles damit an, dass eine große Figur sich aufspaltet und als wenn sie ihren Mantel auszieht. Und aus diesem Mantel dringen noch ungeformte kleine Wesen hervor.
vor. Das ist sozusagen der erste Gedanke, der möchte, dass sich alles materialisiert. Der Gedanke entwickelt sich und kommt aus dieser ersten Figur heraus und hat schon wie Nabelschnüre zu der allerersten Figur, die auf einem Stuhl sitzt und die viele Wesen über sich hat. Sie ist praktisch nur ein Kernwesen und über ihr sitzt ganz viel Geist und Wollen, was sozusagen ihre Existenz in den Anfang bringt. Dann kommt ein großer rosa Kreis, in dem eine schwangere Frau sitzt, die dieses erste kleine Wesen dann wirklich real auf die Welt bringt. Und rings um sie herum springen freudig oder zornig oder entschlossen ganz viele andere kleine Wesen. Es gibt immer wieder Brüche in der Zeichnung und dann fangen völlig neue dimensionierte Räume an. Aus einem Labyrinth kommen Öffnungen hervor, aus denen Wellen viele Personen heraustragen, die ebenfalls auf Tieren sitzen, auf giraffenähnlichen Wesen, auf Elefanten. Und sie haben riesige Schatten über sich. Dann steht eine kleine Madonna in einem Fenster und hält eng ihr Baby an die Brust gedrückt. Und der Stier, der ja in Europa immer wieder vorkommt im Mythos, der liegt und hält Himmel und Erde zusammen, indem er seine Beine zwischen Himmel und Erde ablegt. Dann kommt auf der rechten Seite eine mehrfigürige Situation. Eine Frau steht auf einem Bein und hält ein kleines Wesen vor ihr Gesicht, mit dem sie in Austausch geht, vielleicht ihr inneres Kind. Und sie weist mit der rechten Hand auf eine Art Fernsehsituation. Da geht ein Bild auf in der Wand und hinter dem Bild das nächste Bild und hinter dem Bild das nächste Bild und hinter dem Bild das nächste Bild. Und immer sitzen in diesen jeweiligen Öffnungen kleine Wesen und dramatisieren diese Öffnungen. Davor sitzt auf einem Sessel eine Figur mit mehreren Armen und Köpfen, die auch viele andere Figuren an der Hand hält und guckt sich das an und weiß genau, wo ist die Realität und wo ist die Fiktion. Dann wieder kommt eine Art Landschaft, in der sich auch viele Figuren die Tiere an der Leine oder an der Hand führen. Und es gibt so eine Art Häusersituationen mit Fenstern, aus denen die Figuren herausschauen. Und die Häuser sind alle gleich groß. Niemand braucht ein besonders großes Haus und niemand hat gar keins. Alle haben ungefähr gleich große Häuser. Und das, was an Menschen an Austausch passiert, ist das eigentlich Wesentliche. Wie leben die Menschen da zusammen? Wie leben sie mit den Tieren? Wie leben sie mit den Pflanzen? Und die Größe ihrer Häuser ist egal. Ja, und dann fliegt ein Fisch durch das Wasser auf ein Liebespaar zu, das vor einem rosa Himmel im Bett liegt und völlig verzückt die Liebe genießt. Ein rosa Schwan kommt aus dem Himmel und die nächste Sequenz im Bild ist dann ein ganzes Ensemble von Gebäuden, in denen die Menschen ihr Leben gestalten, so wie sie es sich wünschen, friedlich, liebevoll, gleichberechtigt und wertschätzend. Ja, das ist so das, was ich erzählen kann, was ich da gemalt habe. Und auch da kann ich natürlich immer nur das Grobe erzählen, weil in jeder Sequenz des Bildes kommt noch sehr, sehr viel mehr vor und alles zusammen hat dann nochmal eine eigene Geschichte. Also wer jetzt den Eindruck hat, Antoinette hat einen Film erzählt, der ist gar nicht so weit weg von der Betrachtung dieses Frieses, weil wenn man von rechts nach links schaut, dann hat man tatsächlich das Gefühl, man schaut einen Film rückwärts und wenn man von links nach rechts schaut, dann sieht man den Film eben in der normalen Richtung. Also es ist wirklich eine Aneinanderreihung von verschiedensten Szenen, die eben letztendlich etwas über das Gute, das Positive in der Welt und wie das Positive auch in die Welt kommt, erzählt. Und in Korrespondenz mit dem Fries der Negativität zeigt es uns letztendlich immer auch, wie wir als Individuen und vielleicht auch die Gesellschaft manchmal als Ganzes immer wieder nach dem richtigen Ort zwischen Gut und Böse, dem Ausgleich zwischen Gut und Böse suchen. Denn das eine, nämlich das Gute, ist ohne das andere, nämlich das Böse, ja nicht zu denken. Und wir werden keins von beiden jemals aus der Welt verbannen können. Und so geht es eigentlich immer darum, eine richtige Gewichtung zwischen beiden zu finden. Und diese 7 Teile, die jetzt eben schon erzählt wurden, also die 7 Teile, die 7 Wächterinnen plus die 2 Teile, die beiden Friese, also 9 Teile jetzt, die waren ja schon fertig, bevor letztendlich der Altar der Europa hier in Merseburg aufgerichtet wurde und
Die Idee war ja, dass Antoinette eben diese neun Teile, die sie ja vorher niemals gemeinsam gesehen hat, weil die Wände, an denen sie bisher gearbeitet hat, eben nicht groß genug dafür waren, dass die eben an einer ganz großen Wand, nämlich der hier jetzt im Schlossgartensalon, 5 Meter hoch, 25 Meter lang, dass die an einer Wand mal zusammengebracht werden, damit Antoinette die, ich sag's jetzt mal, Schlusssteine dieses Altars bearbeiten kann, nämlich 4 weitere Tafeln, die noch gefehlt haben, 2 im vorderen Drittel des Altars und 2 im hinteren Drittel, jeweils auf der Höhe der Wächterinnen, also im mittleren Bereich dieses Altars. Und diese 4 Tafeln, dazu erzählt uns Antoinette jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, nämlich was ist sozusagen der Inhalt? Was hat dich inspiriert? Was können wir auf diesen 4 Tafeln sehen? Ja, durch einen Zufall bin ich nach Merseburg gekommen, weil ich eben einen großen Raum gebraucht habe und der hat sich hier in Merseburg gefunden. Und durch einen ebensolchen Zufall bin ich dann natürlich als allererstes auf die Merseburger Zaubertafeln gestoßen, die ich vorher gar nicht kannte. Und als ich die entdeckt habe, da war die Freude für mich riesig groß. Weil in diesen Merseburger Zaubersprüchen kommen die Idisinnen vor. Das sind uralte Gottheiten, die von der christlichen Kirche sozusagen verbannt worden sind, die niemand mehr kennt. Und diese Zaubersprüche liegen hier im Dom, sind über 1000 Jahre alt. Also sagen wir so, sie sind vor 1000 Jahren aufgezeichnet worden von einem Mönch, aber ich vermute, dass sie sehr, sehr viel älter sind, weil die Idisin kannte wahrscheinlich schon vor 1000 Jahren kaum noch jemand. Und diese Idisin, das sind natürlich unglaublich starke Frauengottheiten, von denen man sagt, dass sie Heere aufhalten konnten, dass sie von Krankheiten heilen konnten, dass sie den Gefangenen die Fesseln abnehmen konnten. Also die waren zu jeglicher guter Tat in der Lage. Also auch Dinge zu tun, die ein Normalsterblicher gar nicht tun kann. Und im Grunde habe ich dann gedacht, das sind ja schon meine Wächterinnen. Das war so eine Freude für mich. Und ich habe dann diese Zaubersprüche, das sind 2 Stück, so begrifflich für mich ein bisschen auseinandergenommen. Ich sehe darin ganz, ganz uraltes Wissen. Und für mich war das ganz wichtig, dieses Wissen in die Jetztzeit zu transportieren und für uns nutzbar zu machen. Weil das kann ja wohl kein Zufall sein, dass ich gerade heute, wenn ich Europa einen Altar geben will, um über unsere Identität zu reflektieren, dass ich dann so ein Material zugespielt bekomme. Und in der Tat, diese Begriffe waren für mich außerordentlich wichtig, sie den Wächterinnen zur Seite zu stellen. Das sind nämlich die Begriffe Freiheit und Heilung. Ja, und dann fragt man sich, was ist zuerst notwendig? Muss ich zuerst frei sein, um geheilt zu sein? Oder muss ich zuerst heil sein, um die Freiheit erringen zu können? Und darüber habe ich dann ganz viel nachgedacht und habe mit der Freiheit angefangen. Weil, um Freiheit zu erringen, muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss mir bewusst werden, dass ich Freiheit möchte. Ich muss mir bewusst werden, dass ich in Unfreiheit bin. Und ich muss den Mut haben und die Kraft, diese Tat zu vollbringen, also wirklich ein Schwert in die Hand zu nehmen, das Schwert aus der Scheide zu ziehen, die Entscheidung zu treffen für die Freiheit. Und so gibt es eben halt auf meiner ersten Tafel, die übrigens alle 4 quadratisch sind, weil für mich hat das Quadrat auch schon eine Art von Magie, gibt es eben Figuren, die wirklich mit Schwertern um sich werfen und die kleine Drachen bekämpfen und die Reiter auf ihren Pferden abwehren und in ein Gewirr von Vögeln, von Raben und von anderen Vögeln hineinhieben, egal was für Situationen auf sie zukommen, sie wollen frei sein. Und dann gibt es im Zentrum des Bildes 2 schwarze Schwäne, die in ihren Schnäbeln kleine durchsichtige Figuren tragen, die vielleicht Menschen retten oder Menschen wegtragen. Und diese schwarzen Schwäne sind ja in der Wirtschaftswissenschaft Symbole für unvorhergesehene Ereignisse. Dann sitzen an wurmähnliche Wesen gefesselt 2 gefesselte Gefangene und eine markante Figur ist ein Porträt, das aber nur als Brustausschnitt zu sehen ist, von einem jungen, gestylten Mann mit Sonnenbrille, den man gar nicht individualisieren kann, der übermondän ist und völlig abgehoben. Und einer dieser Würme ist durchsichtig unter seiner Stirn zu sehen. Unter seinen gestylten, frisch frisierten Haaren sitzt ein Wurm, dessen Schwanz hinten noch rausguckt. Ja,
Es gibt viele, viele Details. Marschierende Soldaten, die wie ein afrikanisches Muster links aus dem Bild marschieren. Es gibt eine Idisin, die in dieses ganze Gewimmel von aufgescheuchten Vögeln vier Arme und vier Hände hält und alles beschwichtigt und sagt, es ist in Ordnung, es ist Aufruhr, es ist Entscheidungszeit. So, die erste Tafel ist auf weißem Papier gezeichnet. Jetzt kommen wir zur zweiten Tafel. Die ist auf schwarzem Papier gezeichnet. Und auf diesem schwarzen Papier habe ich jetzt praktisch ein Figurentheater entwickelt, in dem es darum geht, auszuhalten, dass man in einer völlig neuen Situation ist, dass man abgesprungen ist aus einer gewohnten Situation, aus einem Korsett, das einen gehalten hat, aber das einen auch unfrei gemacht hat. Man weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was kommt. Und diese Figur, die schwebt zwischen drei Planeten. Der eine ist sehr groß. Auf dem sitzt ein Engel und schiebt eine Figur in den Abgrund. Und diese schwebende Figur, die keinen Bezug mehr zu einem dieser Planeten hat, die hält die Hände vor sich, hat ihre Augen aufgerissen, weil sie überhaupt nicht weiß, was kommt. Und weil sie genau hinschauen muss und weil sie eigentlich noch ein bisschen in Abwehr ist, sich aber eigentlich nicht mehr wehren kann, weil sie ist abgestürzt oder abgesprungen. Und unter ihr ist aber die Gewissheit, das ist kein Sterben, das ist keine gefährliche Situation. Da schwebt ein Engel in der Luft, der liegt fast auf dem Rücken und hat die Beine in die Luft und schwebt, die Flügel angelegt. Und fünf kleine Engel mit goldenen Flügeln halten ihn überall fest, damit er sanft diesen Absprung überlebt. Auf dem anderen kleinen dritten Planeten sind noch ganz erschrockene Engel, die die Hände vors Gesicht halten und unglaublich Angst haben. Und auf dem unteren Teil des großen Planeten fällt ein Ei heraus, das schon aufgesprungen ist, aus dem eine Figur herausklettert, die sozusagen sich selbst neu erfindet. Und unter ihr sind die apokalyptischen Reiter, die Wesen über sich haben, die wissen, wo sie entlang reiten müssen. Ja, und jetzt kommen wir zur dritten Tafel, die ebenfalls auf schwarzes Papier gezeichnet ist. Und dadurch entsteht zwischen den Madonnen auch so eine Art Rahmen. Rechts und links sind praktisch die Tafeln schwarzes Papier. Und auf diesem Papier geht es jetzt um die Heilung. Man hat diese Angst ausgehalten, man ist in einer völlig neuen Lebenssituation. Aber man ist durch die Unfreiheit und durch das wahrscheinlich jahrtausendelange falsche Zusammenleben von Menschen schwer beschädigt. Das heißt, jede Familie, jeder Mensch, jedes soziale System fängt jetzt ganz bei Null an, in großer Ruhe und großer Tiefe zu entdecken, wie geht alles, wenn man gesund ist? Wie fügt sich der Organismus in alle größeren Organismen ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trauma? Wie fühlt sich das an? Und da gibt es auch wieder eine große, idisenhafte, blaue Figur, die ein großes Herz, ein rotes Herz in der offenen Brust trägt, die sozusagen die Kranken aus ihren Betten hinaufzieht. So ganz sanft und liebevoll zieht sie die aus dem Dunkel empor, durch warme und weiche Strukturen. Und auf ihr sitzt eine kleine blaue Idisin mit einem Regierungsstab, ganz entschieden und wacht darüber, dass diese Heilung bis zum Ende vonstatten gehen kann. Jetzt kommt die vierte Tafel, die wieder auf weißem Papier ist und damit auch den äußeren Rahmen markiert. Und auf dieser Tafel herrschen ganz warme Farben vor. Das ist rosa und also nur Pastelltöne, Pfirsichfarben, ganz wenig hellblau und tiefes Schwarz. Und auf diesem Blatt sind feiernde Frauen zu sehen, die in allumfassende Freude kommen, dass dieser Transformationsprozess gelungen ist. Diese Frauen werfen ihre Arme hoch und tragen sich gegenseitig in die Höhe und sind voller Freude und Verbundenheit. Und das ist eigentlich im Prinzip die Aussage dieses Altars, dass wenn wir diese Transformation gemeinsam erleben und diese Angst hinter uns bringen, zuallererst die Entscheidung treffen, dann die Angst hinter uns bringen und sie auch wirklich durchleben, ohne sie überspringen zu wollen, um dann in die Heilung zu kommen, dass wir dann erlöst sind und eine neue Gesellschaft gestalten können oder ein neues Zusammenleben oder ein neues persönliches Glück erleben können. Ja, das ist ja wirklich eine bewegende Botschaft. Und wer jetzt das Gefühl hat, nachdem er jetzt über eine halbe Stunde zugehört hat und verschiedene Szenen und Figuren und verschiedene Zusammenhänge gesehen bzw. gehört hat, der wird sich sicherlich fragen, wie man das alles auf einmal aufnehmen kann. Das gelingt sicherlich niemandem, auch niemandem, der jetzt hier in diesen
barocken Schlosssalon reinkommt. Also diese Figurenwelten, die sich hier erschließen, die sind wirklich am ehesten vergleichbar mit einer voll ausgemalten barocken oder auch Renaissance-Kirche. So ähnlich muss man sich dieses, ja, sagen wir mal, diese Intensität an Figuren und an Geschichten in etwa vorstellen. Und du hast jetzt über 3 Jahre diesen Altar ins Zentrum deiner künstlerischen Arbeit gestellt. Ich war ja zu langen Zeiträumen auch tatsächlich dabei und habe erlebt, wie du 12, 14, manchmal 16 Stunden am Tag auf dem Gerüst in 5 Meter Höhe mit Bleistift auf Papier gezeichnet hast. Und wer alleine schon mal einen Bleistift vom Anfang bis zum Ende verwendet hat, also wirklich konsequent den angespitzt hat und daraus eine Zeichnung gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel körperliche Anstrengung auch da drin steckt. Diese ganze Intensität der künstlerischen Erarbeitung, die sieht man letztendlich natürlich auch in diesem Werk. Und jeder, der hier reinkommt, jeder, der sich damit auseinandersetzt, stellt am Schluss eine entscheidende Frage. Und die will ich natürlich jetzt auch dir wieder stellen. Was denkst du, wird mit diesem Altar in Zukunft geschehen? Was ist deine Idee? Was wären deine Träume? Was ist deine Hoffnung? Ja, also ich bin jetzt erstmal heilfroh, dass er hier im Ganzen zu sehen ist und dass es auch pressetechnisch Interesse gibt, weil für uns alle, nicht nur für mich, sondern für uns alle ist es ja ganz neu, dass es den gibt. Der ist ja nun erst vor 2, 3 Wochen wirklich endgültig fertig geworden. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass dieses gewaltige Werk jetzt auch für sich selbst arbeiten wird. Ich merke, dass die Menschen großes Interesse haben und ich hoffe, dass es irgendwann eine Stadt gibt, die sagt, das kann für uns auch einen Wirtschaftsaspekt haben und das kann für uns ein kultureller Gewinn sein und wir engagieren uns dafür. Wir brauchen einen spektakulär großen Raum dafür, um den Altar zu zeigen. Und ich denke mir, das wird sich finden. Ich habe keine Ahnung im Augenblick, aber ich wünsche es mir sehr. Es ist jedenfalls ein Ort, an dem man eine Zusammenkunft haben kann, an dem man sich über Themen unterhalten kann, an dem man über Europa nachdenken kann, aber auch überhaupt ein Ort, an dem man wirklich auch in seine eigenen Geschichten kommen kann. Ich merke ja immer wieder, wenn das Publikum reflektiert, dass jeder was anderes sieht. Jeder sieht eigentlich das, was ihn selbst gerade beschäftigt. Der eine entdeckt Masken, wo ich selber gar keine hingemalt habe, oder der andere entdeckt eben halt Details, die in seinem Leben gerade eine große Rolle spielen. Und wenn man dann plötzlich über Details redet, die da auch vorhanden sind, hat derjenige die gar nicht gesehen, weil es ist unmöglich, alles gleichzeitig zu sehen. Und insofern kann das für uns alle ein großes Abenteuer werden, wenn der Altar in die Öffentlichkeit kommt. Und das ist jetzt so unsere Arbeit auch und mein größter Wunsch. Ja, und mit diesem Wunsch möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Es war mir eine große Freude, Ihnen etwas erzählen zu können. Ja, ich denke, ich darf im Namen aller Antoinette danken. Es ist natürlich schon etwas Ungewöhnliches für eine Malerin, die ja nicht ohne Grund Malerin ist, also nicht Schriftstellerin und auch nicht Schauspielerin und auch nicht Sängerin, dass sie etwas zu dem sagen soll, was sie schon bereits gemacht hat, nämlich ein Bild, in dem Fall ein 13-teiliges, 100 Quadratmeter großes Bild gezeichnet hat. Und dass du das nochmal sozusagen für uns jetzt auch in einer Audioschleife sozusagen dokumentiert hast, das ist ein ganz besonderes Geschenk und dafür danke ich dir. Ja. Also, alles Gute. Alles Gute. Danke. Tschüss.